Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region, aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Stadtpfarrer Stefan Buß. Hallöchen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn es ist Donnerstag und jetzt gibt's wieder eine brandneue Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast für euch. Mein Name ist Michelle und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Meinem heutigen Gast, dem hören jede Woche sehr viele Menschen zu und das nicht nur digital, sondern auch auf dem ganz klassischen Weg von Mensch zu Mensch. An den ist er nämlich ganz nah dran. Herzlich willkommen, Stadtpfarrer Stefan Buß. Dankeschön, guten Morgen auch. Ja, die Fuldaer Stadtpfarrkirche, die ist dein Zuhause. Du bewegst aber dennoch die Menschen auch weit über die Kirchenmauern hinaus und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bevor es so richtig losgeht, darfst du dich aber gerne selbst kurz vorstellen. Ja, Stefan Buß ist mein Name. Ich bin 61 Jahre alt, bin seit 10 Jahren in Fulda, habe als Dompfarrer angefangen und bin seit 8 Jahren Stadtpfarrer. Durch die Zusammenlegung der Innenstadtpfarreien gibt es ja nur noch eine Pfarrei. Da gehören 7 Kirchen dazu. Die Stadtpfarrkirche ist die Haupt-, die Pfarreikirche. Aber auch Dom und Michaelskirche und Heilig Geist und andere gehören dazu. Ich bin selber in der Wetterau in Butzbach geboren und bin über Umwege durch den Vogelsberg in Bad Hersfeld groß geworden. Also wenn man mich fragt, wo ist deine Heimat, dann bin ich ein Herschfeller. Ein wahrer Vorzeige-Osthesse, zumindest in dem Osthessen-News-Gebietsrahmen, ja. Weil wir haben ja Vogelsberg, Bad Hersfeld, genau. Rothenburg und Fulda, auch, ja. Genau. Also überall bestens bekannt, würde ich sagen. Ja. Du bist ja Pfarrer. Ist das so eine Sache mit dem Glauben, die grundsätzlich bei dir schon, sag ich mal, mit dem Anfang des Lebens begonnen hat, dass du als Baby oder als Kleinkind getauft wurdest, oder hast du erst später zum Glauben gefunden? Nee, ich habe schon so eine traditionelle und doch nicht traditionelle Erziehung erlebt. Also ich bin in einem religiösen Elternhaus groß geworden, aber so, meine Mutter war katholisch, Vater war evangelisch, ist dann auch später mal katholisch geworden, aber aus freien Entscheidungen. Ich bin so ökumenisch eigentlich in meiner Kind- und Jugendzeit groß geworden, in beide Konfession so. Mein Vater war in der evangelischen Kirche engagiert, meine Mutter katholisch und ich bin dann auch traditionell Messdiener. Ich war Obermessdiener, ich war Küster. Also das war schon so, das war schon grundgelegt bei mir, ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich mich auch, glaube ich, als ökumenisch bezeichnen würde selber. Meine Mama ist evangelisch, Papa und Stiefpapa sind katholisch. Und da hat man einfach so die Einflüsse von allem und macht eine gute Mischung aus allem. Und das ist auch mir heute oft hilfreich, ja. Also, weil, sagen wir mal, manchmal so die Gefahr ist, wenn man in einer Richtung so denkt, dann ist es auch festgefahren und so ist man doch nochmal, sieht man auch die andere Seite. Das kann schon ein Vorteil sein. Auf alle Fälle. Wann war dir denn dann aber klar, dass du Pfarrer werden möchtest? Also du sagst, du bist christlich groß geworden. Wann kam das? Ich sag mal, dadurch, dass ich Messdiener war und auch in der kirchlichen Jugendarbeit, ich war Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat, gab es schon mal so immer mal so die Idee, vielleicht in kirchlicher Beruf, es wäre ja auch Gemeindereferent oder sowas zu sein, oder auch im Sozialbereich, Caritas, sowas war schon immer mal im Hintergrund, aber so richtig massiv wurde das erst die Frage, als es so Richtung Abitur ging, wo ich so überlegt habe. Und es gab so 2 Optionen für mich. Die eine Option war, ich bin von meinem Vater her, der in der Industrie war, geprägt. Also ich hatte so für Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft Interesse. Das hätte ich auch gerne studiert. Oder Theologie war dann so der. Und dann gab es, es gibt jetzt nicht so dieses, ab dem Punkt war es, aber was so nochmal entscheidend war, ich hatte mir 2 Informationswochen, ich war in Gießen, habe so eine Informationswoche zu Betriebswirtschaftsstudium gemacht und bin heimgekommen und bin dann nach Ostern eine Woche ins Priesterseminar hier nach Fulda, weil ich da
aus meiner Pfarrgemeinde jemand hatte und einen Freund, der dort war. Und dann ist mir so vor Augen gekommen, da Betriebswirtschaft ging es nur um Zahlen und Fakten. Und im Studium, im Priesterseminar war ich herzlich willkommen. Es ging mir so, als würde ich schon immer da wohnen. Okay, das ist und es ist mir so deutlich geworden, es geht um den Menschen. Und ja. Das war so, ich habe gesagt, ach, jetzt probiere ich das einfach. Was bedeutet dir denn der Glaube an Gott, aber auch dazu die Kirche? Das sind ja schon unterschiedliche Dinge. Also so von meiner Erfahrungswelt, so wie ich groß geworden bin, möchte ich das, ich weiß, viele Menschen trennen das, gibt es sicherlich auch berechtigte Gründe, warum sie das tun. Also ich kann es gar nicht so voneinander trennen. Okay. Also vieles, was ich so in meinem, das Urvertrauen, was aus dem Glauben erwächst, das ist in mir auch schon durch meine Eltern durch die Zuwendung meiner Eltern in mir grundgelegt. Ne? So, du kannst vertrauen. Das ist sowas, was meine Mutter auch immer, wenn was ist, kannst du immer kommen. Das war so. Und das ist mir dann so bewusst geworden. Das ist ja im Grunde auch in meinem Glauben so. Ich darf zum lieben Gott immer kommen. Wenn ich Mist gebaut habe, wenn es mir gut geht oder wenn ich richtig in der Scheiße auf gut Deutsch hänge. Und das war für mich eigentlich immer verbunden auch mit der Erfahrung von Kirche. Ich habe viele Dinge im Glauben durch gute Menschen, die mich begleitet haben in der Gemeinde. Ich habe Gott sei Dank in der Jugend viele Priester erlebt, die mich auch sehr als Jugendlichen gestützt haben, begleitet haben, einfach ein offenes Ohr hatten. Und von daher habe ich eigentlich Kirche immer als was Positives für mich erlebt. Okay. Es ist ja auch so ein Zusammenspiel aus allem, sag ich mal. Die Gemeinschaft stärkt ja dann auch wieder den Glauben zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist natürlich, das erleben wir ja bis heute, dass es, wo Menschen zusammenleben, auch in Institutionen, Schwächen, Fehler, das ist klar. Da gibt es auch viele Dinge, die man auch angehen muss. Aber für mich muss, von meiner Erfahrung her, überwiegt eigentlich das Positive. Sonst würde ich auch nicht in Kirche arbeiten, wenn ich eine andere Überzeugung hätte. Das ist klar. Ich meine, das muss ja auch stimmen oder man muss ja auch da mit Leidenschaft dabei sein. Genau. Warum würdest du denn sagen, es ist deine Berufung, Pfarrer zu sein? Es ist ja einerseits eine Entscheidung, aber wie man das dann auch lebt und warum das für einen toll und gut ist. Ja. Also ich glaube, das sind Prozesse. Ne? Mhm. Es kann Menschen geben, da gibt es ein Punktereignis. Also man sagt ja immer, Paulus fällt vom Pferd vor Damaskus und sein Leben verändert sich. Das habe ich so nicht erlebt, sondern das sind so Prozesse. Wobei ich im Nachhinein, das erzähle ich immer ganz gern, ich war so 15, ich war in der Realschule und wir waren so eine 10, 12 waren wir, glaube ich, Jungs in der Klasse. Und da Ende der 70er Jahre ging es auf die mittlere Reife zu und da war so die Zeit, Polizei und Bundesgrenzschutz. Ich bin ja in Hersfeld, hier war ja überall diese Bundesgrenzschutz. Ja. Und das war so, wo Jungs früher gern hin sind. Und wir haben uns geschworen, wir gehen zum Bundesgrenzschutz oder zur Polizei, haben uns zusammen beworben. Wir haben sogar die Bewerbung zusammengeschrieben, weiß ich noch. Und dann kamen diese Bewerbungen. 11 wurden genommen, einer nicht. Okay. Und der war ich. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen, weil da war so meine Planung hin. Jedenfalls gab es ja dann neue Überlegungen und dann mit 15 ins Rhein-Main-Gebiet, um da irgendwo einen Beruf zu suchen. Das war mir, meine Mutter hat gesagt, ah nee, der Bub kann doch nicht jetzt schon da irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, weil im Zonenrandgebiet in Hersfeld war es schwierig mit Arbeitsplätzen. Und dann habe ich mich entschieden, Abitur zu machen. Und ich glaube, das war auch schon so ein Knackpunkt, wo der liebe Gott wahrscheinlich eingegriffen hat und hat gesagt, den muss ich erstmal in eine andere Richtung lenken. Dass am Ende dann auch der richtige Weg kommt. Genau. Das kann man oft ja auch erst im Nachhinein erkennen. Wenn man in der Situation drinsteckt, denkt man, fällt was, warum schmeißt der liebe Gott dir jetzt da was in den Weg? Aber im Nachhinein erkennt man, warum Wege so oder so verlaufen müssen. Und was man auch daraus gelernt hat, ganz oft, ne? Ja. In dann vielen Fällen. Würdest du denn sagen, dass du so eine übergeordnete Vision oder ein Ziel hast, was du mit deiner Arbeit so in Summe erreichen möchtest?
Wir haben ja mal unser Motto hier für uns formuliert, Kirche für die Menschen in der Stadt. Das ist zwar sehr groß gegriffen, also ich sag mal, meine Vision ist, soweit das meine Kräfte zulassen lassen oder auch so das Team, dass wir einfach erfahrbar machen, wir sind ansprechbar, wir sind da für Menschen, auch in Notsituationen, in Begleitsituationen, wo sie Fragen ihres Lebens haben, wo sie Hilfe brauchen, sei es materiell oder auch geistig, und einfach so ein Stück Hoffnung. Wir sind ja in einer Zeit, das war ja auch mal so ein Grundanliegen meiner, oder ist der Grundtenor meiner Impulse, in einer Zeit, die oft sehr angespannt ist, wo wir Probleme haben, ja, wo oft nur das Negative im Vordergrund steht, so Hoffnungszeichen zu setzen und zu sagen, es gibt auch eine andere Ebene in deinem Leben, die eigentlich das Leben und die Hoffnung auch schön machen und wo du auch auf Zukunft hin angelegt bist und nicht nur, ich bin hier eingeengt und ich muss jeden Tag ums Überleben kämpfen. Auf alle Fälle. Die Impulse, die sind ja auch in der Corona-Zeit entstanden, genau. Vielleicht magst du grob erklären, was du da heute machst. Heute auf den Tag vor 3 Jahren. Ach, heute, genau. Am 23. Ist heute der 23. Ja. Am 23.03.2020 habe ich den ersten Impuls verschickt. Nein, das ist und, ja mega. Es ging voraus eigentlich so, als der Lockdown kam, 15. März, weiß ich noch, rief der Bischof an und sagt, wir müssen eine Notbesprechung. Der Landrat hat gebeten, dass wir morgen, 16. März 20, alle Gottesdienste stoppen. Ja. Dann waren wir zu einem Gespräch im Bischofshaus und der Bischof hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie reagieren. Was machen wir anstelle von Gottesdiensten? Und wir konnten damals den ersten gestreamten Gottesdienst in Deutschland aussenden, weil wir die Anlage schon hatten, weil wir in einige Altenheime Gottesdienste ausstrahlen. Und nach ein paar Tagen saßen wir zusammen, dann haben wir überlegt, was macht man jetzt eigentlich? Alte Menschen, die erreichen wir jetzt gar nicht. Da können ihre Kinder und Enkel nicht hin. Die kriegen, wenn die kein Tablet, kein Handy haben, die kriegen ja gar nichts. Fernseh vielleicht, aber da hat man ja keinen Zugriff. Ja. Und da kam so die Idee, wir könnten da einfach so ein Impulstelefon schalten. Ja. Und damit fing es eigentlich an. Und dann habe ich diese ersten 6 Impulse, die ich so aufgesprochen hatte, die wurden jeden Tag erneuert. Und dann habe ich die an ein paar Freunde, habe ich gesagt, hier, hallo, wenn wir uns jetzt nicht sehen können, wenigstens mal so ein Hoffnungszeichen. Und dann haben die nach dem 6. Mal gesagt, ja, wann kommt denn der nächste? Und dann wurde das geboren, dass ich dann am 23.03.20 täglich bis in Juli hinein täglich und dann zweimal die Woche, beziehungsweise was ich immer jetzt in der Fastenzeit mache, ich sogar 3-mal die Woche und im Advent mache ich immer Adventstürchen jeden noch Tag. Noch extra. Das war, genau, und die kann man ja auch bei uns finden auf der Seite, jeden Mittwoch und Samstag im Regelfall. Ihr wart so freundlich und habt die übernommen. Genau. Und, also da könnt ihr auch immer reinschalten und das mal durchlesen. Da gibt es auch, ich weiß jetzt keine Zahlen, die wurden auch mal genannt, aber ich habe viele Rückmeldungen, die einen dann plötzlich irgendwo in der Rhön treffen und sagen, ah, sie höre ich immer oder lese ich immer in Osthessen News. Ja, perfekt. Richtig gut. Das ist ja auch schön breit gestreut sozusagen. Genau, Weißt du denn, wie viel es insgesamt schon waren? Also es gibt, ich verschicke ja über WhatsApp und da habe ich sogenannte Broadcast-Gruppen. Ja. Da sind immer 250 drauf, mal, also 10 habe ich, also 2500 Kontakte bekommen die direkt. Wahnsinn. Und wir hatten mal ein Übermittlungsproblem mit WhatsApp. Und dann habe ich mich über einen Bekannten an WhatsApp in Amerika gewandt. Und ich habe nie mehr was gehört. Und dann kam nach 4-6 Wochen kam ein Anruf aus Schweinfurt. Sagte, ich bin WhatsApp-Mitarbeiter hier in Deutschland. Ist ja verrückt, okay. Und wir haben ihr Problem wahrgenommen. Wahnsinn. Und wir werden das beim nächsten Mal einstellen. Das war dann beim nächsten Update, ging das wieder. Also es war so, dass die Broadcasts rausgingen, die Hälfte hat es gekriegt und die andere, warum auch immer, kam der Impuls nicht an. Und dann hat er gesagt, brauchen Sie irgendwelche Informationen? Und dann
haben wir so im Gespräch, sagt er dann, wollen Sie mal wissen, wie oft in WhatsApp Ihr Beitrag geteilt wird? Oh, das ist interessant. Und er sagt, wir können das so ungefähr. Ja. Und da waren wir bei über 50.000 Mal. Wow. Wo der Impuls geteilt wird. Ja. Mhm. Boah, das ist und mittlerweile habe ich Rückmeldungen aus Amerika, aus Nigeria, aus Indien. Schreibt eine Schwester, ich bin in Indien, kriege ihre Kontakte. Super. Dann habe ich geschrieben, wie kommen Sie in Indien da dran? Und dann sagt sie, ich war früher in Homburg Saar in Deutschland ein paar Jahre und eine Freundin schickte mir aufs Handy nach Indien. Ja, aber ist ja schön. Genau. Also auch rund um den Globus sozusagen. Und man kann das Ganze auch in Buchform kaufen, denn es gibt schon vier gebundene Bände mittlerweile. Es war so, dass viele Leute angerufen haben und haben gesagt, könnten wir diesen Impuls, der hat mir gefallen, auch mal schriftlich kriegen. Ja. Und dann hatten wir am Anfang wirklich 40, 50 Anfragen pro Woche. Wow. Und dann haben die Sekretärinnen gesagt, das können wir eigentlich nicht mehr leisten. Schreib doch mal ein Buch. Und habe gesagt, ich hatte eigentlich gar nicht die Absicht. Muss auch dazu sagen, die ersten Impulse hatte ich nur als Tonträger, nicht schriftlich. Und beim ersten Buch musste ich wirklich jeden Text in Schriftform umwandeln und dann nochmal überarbeiten, weil man liest ja anders, wie man dann auf dem spricht. Und dann habe ich daraus gelernt, dass ich fortan jetzt ja, und ihr wollt das ja auch immer in beiden Formen, dass ich das immer schriftlich schreibe oder ich spreche es erst auf und lasse es dann, man kann das ja über einen Computer laufen lassen, dann muss man es noch korrigieren, aber dass ich es als Ton habe und auch als Schrift. Und das war dann natürlich bei den nächsten Bänden einfacher. Und es war der Zufall, wollte das, als diese Frage kam. Und ich habe gesagt, ach nee, und es muss ja auch einer das Buch finanzieren und so weiter. Und dann kam Parzeller auf mich zu und hat gesagt, hier, wir hätten Interesse, die Impulse zu verlegen. Und perfekt. Da war das dann so entstanden, ja. Schön. Wie schreibst du die denn immer? Setzt du dich dann zum Beispiel hin und schreibst irgendwie eine ganze Reihe an Impulsen oder an den Tagen selbst? Oder wie läuft das? Das läuft ganz spontan. Die ersten Impulse sind wirklich, ich hatte im Lockdown ging es ja wirklich so, dass ich habe mir vorgenommen, man war ja wirklich nur am Schreibtisch und am Telefon. Und ich bin jeden Tag im Lockdown, habe ich einen Spaziergang gemacht. Und auf den Spaziergängen habe ich teilweise die gesprochen. Ja. Heute ist es so, dass ich meine Geschichte und sage, oh, die könntest du irgendwann mal verarbeiten, heb mir die auf. Oder ich saß im saß im Zeltlager und habe mittags in der Mittagspause mich einfach mal, weil ich mal einen Moment stille und von den Kindertrubel weg, am Bach gesessen, habe das Rauschen von dem Bach und habe gesagt, oh, das ist ein Impulswert und habe dann das draufgesprochen. Oder ich hatte jetzt am Sonntag, war ich in Dresden und der Altbischof von Dresden hat eine tolle Predigt mit zwei Impulsen, die habe ich mir dann aufgeschrieben, habe gesagt, irgendwann mache ich da einen Impuls drauf. Also ich bin schon immer mal so am Sammeln. Oder wirklich, dass ich spontan sage, ich spreche jetzt gleich was, ich habe eine Idee und spreche die gleich aufs Handy auf. Also irgendwie auch so Eindrücke, die von überall herkommen, sage ich mal, und dann so weiterverarbeitet werden. Ich meine, natürlich greife ich auch mal so Feste auf, da kriege ich auch immer so eine Rückmeldung, dass die Leute sagen, ach, es war gut, dass du mal den Feiertag erklärt hast oder auch mal einen heiligen Gedenktag, dass dann Leute auch gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass es den Heiligen gibt. Und es war mal interessant, mal einen Aspekt von dem zu hören. Also das auch schon, aber vieles auch, was sich so im Alltag einfach spontan ergibt. Die Reaktionen der Menschen sind ja auch in der Hinsicht schon sehr gut, könnte man sagen, darauf, oder? Ich sag mal, es gibt zu allem, was man tut, immer mal Kritiken. Mhm. Du kriegst auch mal eine kritische Mail, so sehe ich das nicht, aber okay, da kann ich mich ja mit auseinandersetzen. Oder es gibt auch kirchenfeindliche Leute. Wir hatten mal eine Zeit lang, habt ihr es auch auf Facebook
eingestellt. Ja. Da gab es ja immer irgendwelche, das kennt ihr ja auch. Da gibt es grundsätzlich immer da jemanden. Da gibt es ja noch manchmal die Posten da oder gibt es ja welche, die nichts anderes machen. Können die ja, auch. Aber sagen wir mal, ich würde sagen, 90% der Rückmeldungen sind einfach positive. Und ich wollte schon ein paar Mal aufhören, weil ich gesagt habe, oh, es kostet einen auch. Es ist ja so im Hintergrund ein Druck, du musst immer was schaffen. Und ich sehe auch so die Angst, wenn es dann irgendwie so gekünstelt wird, weil man jetzt was schaffen muss. Dann habe ich gesagt, dann muss ich einfach gucken, dass ich aufhöre. Und dann habe ich ein paar Mal gesagt, jetzt lasse ich es einfach mal auslaufen. Und dann kommt und sagt, ey, hören Sie nie auf mit den Impulsen. Genau der Impuls von gestern, der hat mir in meiner Lebenssituation geholfen. Und dann denkst du, ach, es ist doch nicht umsonst. Motiviert einen dann ja auch. Und das motiviert wieder, weil das sind ja Dinge, die man nicht, dass man sagt, ich werf oben das rein und unten kommt das raus. Ja. Aber mir ist auch zum Beispiel, auch Dresden ist so ein Stichwort, ich stehe in Dresden vom Theater auf dem Theaterplatz und da kommt jemand und sagt, sagen Sie mal, sind Sie der Pfarrer mit den Impulsen? Ach, sehr gut. Wie kommen Sie dazu? Ich habe Sie an der Stimme erkannt. Ja, was? Ja, also sowas, das ist ja beeindruckend. Passiert auch. Ja. Ja, ich denke mir halt, dass es für die Leute auch einfach super angenehm ist, dass man es wirklich so, sage ich mal, präsentiert bekommt. Ja, ne? Also ja. Der Glaube kommt zu einem. Ja. Ich bin auch so ein Mensch, sage ich mal, dass vielleicht manchmal ehrlich die Motivation fehlt, in die Kirche zu gehen. Das tut nichts daran, dass ich nicht gläubig bin oder so. Ja. Aber wenn es halt zu einem kommt, ist es irgendwie auch schön, sage ich mal, wenn man damit konfrontiert wird, auch jetzt zum Beispiel auf Osthessen News oder so. Ne? Wenn man liest, dass man im Alltag einfach damit auch in Berührung kommt. Ja. Ich bin ein bisschen geschädigt. Ich bin ja seit 35 Jahren, arbeite ich in der Rundfunkarbeit des Bistums mit und dann lernt man natürlich so, hat man so sein Handwerkszeug, was Sprache antrifft, was Länge betrifft und da habe ich auch vieles, zum Beispiel dieses Ich bin Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda, das habe ich eigentlich aus dem, weil du bei öffentlich-rechtlichen, aber vor allem ja bei Privatsendern immer mit der Vorstellung beginnst und da habe ich das einfach aus der Rundfunkarbeit übernommen. Und da habe ich eigentlich auch so gelernt, am Anfang war man gerät ja schnell in so theologische Sprache. Und dann haben die Rundfunkleute immer gesagt, erklär doch mal das den Leuten mit zwei Sätzen, was du da theologisch ausgedrückt hast. Und das hat mich eigentlich so auch, das versuche ich auch bei Predigten im Gottesdienst, dass ich einfach, und das kriege ich oft auch als Rückmeldung, dass die Leute sagen, ich hab verstanden, was du wolltest. Ne? Also ganz, man muss eine einfache Punkt. Sprache. Was nutzt, wenn ich eine hohe Theologie da vom Stapel lasse und die Leute sagen, ja, was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Ja. Nee, das stimmt auf alle Fälle. Die Kirche und der Glauben haben ja immer einen sehr großen Teil im Leben der Menschen eingenommen, was sich schon verändert hat in den letzten Jahren. Also muss zum Beispiel dran denken, dass meine Oma immer bei der KfD war und zum Beispiel, da sich jetzt der Ortsverband leider aufgelöst hat. Was denkst du, wie das in Zukunft sein wird und wie sich das auch entwickelt mit dem Christentum? Also es gibt da Hoffnungsvolles und gibt Schmerzliches. Mhm. Also es ist erstmal das, was wir im Moment wahrnehmen, ist, wenn man sich der Sache verschrieben hat, auch sehr schmerzlich ist. Ja. Kirche hat sicherlich Fehler gemacht, die sie aber auch am Aufarbeiten ist. Das traut ihr zwar nicht jeder zu, aber ich glaube schon, dass da viele Dinge auch im und dass nicht alle so böswillig sind, wie man ihnen auch unterstellt. Das rechtfertigt auch nicht jeden Fehltritt. Wenn wir das Thema Missbrauch gar nicht groß aufmachen, aber da muss ich, und da tut sich auch vieles. Also ich bin seit 12 Jahren auch in der Präventionsarbeit und es gibt keine Institution in Deutschland, glaube ich, die so intensiv in der Präventionsarbeit steckt. Es kann bei uns keiner haupt- und ehrenamtlich arbeiten, wenn er nicht Präventionsschulung und diese Dinge gemacht hat. Also es gibt, und da wo Menschen sind, gibt es auch Fehler, dass es auch Machtkämpfe und Streit und Positionskämpfe gibt. Was mir so oft wehtut und auch denen, die Mitstreiter sind an Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, dass oft nur die allgemeine Stimmungslage, die über die Medien, die beurteilen,
die Arbeit. Es sind viele Menschen hoch engagiert. Wir haben an die 300 Ehrenamtliche, die in der Innenstadtpfarrei engagiert sind, arbeiten, Dinge ja. umsetzen, kämpfen wirklich auch, weil es ihnen wichtig ist. Und dann kriegst du vorgeworfen, das und das und das und das. Und es ist nur diese allgemeine über Stimmungslage. Es wird alles über einen Kamm genau. geschert. Und ja. Kirche ist ja so. Und das tut oft weh, dass man ja. sich, dass die Leute sagen, ja, du, ihr macht das schon richtig, aber, ne? Und, ja. und dass das auch da aus, dass Leute austreten und sagen, in der Kirche kann ich nicht mehr leben. Ihr macht das zwar richtig. Und wo ich so dann denke, wo erlebst du denn Kirche? Eigentlich erlebst du Kirche vor Ort. Ja. Und dann müsstest du doch eigentlich vor Ort was anderes erleben, was dir auch sagt, ah ja, es gibt Fehler und Schwächen, aber es lohnt sich trotzdem, da mitzumachen. Ich glaube nicht, dass die Kirche untergeht, weil es gibt 2000 Jahre Kirche. Ja. Es gab auch schon immer Auf und Abs. Es gab Niederlagen. Ich glaube, dass der Mensch auch einen Rückhalt braucht, religiöser Art. Ich glaube, bei uns ist, die Menschen haben ein Institutionsproblem. Mhm. Wir müssen gut immer wieder bemüht sein, dass wir nicht die bloße Institution sind, wo man dann davor rennt und nur noch Verordnungen, sondern dass auch spürbar wird, wir sind an den Menschen dran. Ich glaube, ja. das ist, Glaubwürdigkeit ist ein ganz großes Stichwort. Ich glaube, wenn die Kirche wieder deutlich macht, und glaubwürdige Leute das leben, dann wird auch der Zuspruch größer. Es wird sich verändern in ja. unserer Gesellschaft, das schon. Es wird wahrscheinlich auch, manchmal bin ich auch ein bisschen ketzerisch und sage, ist das so schlimm, dass wir keine Volkskirche mehr sind? Denn in der Volkskirche war auch nicht alles gut, wenn ich das heute rückblicke. Ja. Früher sind die Leute alle in die Kirche gerannt, in ein Dorf. Da hat keiner gefragt, warum er dahin geht. Oder da hat man so die Gesetze erfüllt, warum er das gemacht hat. Weiß ich auch nicht. Nicht aus Überzeugung. Auch halt nicht immer Beispiel, aus Überzeugung, ne? Sondern man hätte ja gar nicht sich outen können. Weil man hat es halt so gemacht. Genau. Ne? Und heute ja. sind, glaube ich, die dabei sind, das sind dann schon überzeugte Menschen, Fall, ja. die stehen da dahinter. Und wenn man es gesamtweltlich, das ist ja, wir sind ja genau gegen den Trend. Die Christenheit nimmt ja zu okay. in der Welt. Ja, also auch wenn wir dran denken, Südamerika, Asien, das sind ja wachsende Kirchen. Und die Problematik ist halt eher in der westlichen Welt. Da spielen viele. Versagen der Kirche sicherlich, auch gesellschaftliche Gegebenheiten, in einer Welt, die alles hat und ja. alles kann, braucht man auch nicht mehr so, die Rückbindung an das Göttliche ist da nicht mehr so stark. Also es sind verschiedene Faktoren, die das erschweren. Auf alle Fälle. Aber das nah am Menschen sein, sag ich mal, das ist ja auch bei euch jetzt zum Beispiel viel damit verbunden, neue Wege zu gehen, wie zum ja. Beispiel mit dem City-Pastoral. Genau. Ja. Die Bernadette Wahl, die saß ja auch schon hier und hat ja. mit mir über die Arbeit geredet. Und das ist sowas, was mich zum Beispiel maximal angesprochen ja. hat, mhm. weil ich einfach, wie ich es gesagt habe, manchmal nicht der klassische Kirchentyp ja. bin, genau. aber ich es total schön finde, dass so Momente geschaffen werden, sage ich mal, wo man im Alltag mit der Kirche konfrontiert wird oder mit dem Glauben ja. und das einfach einfacher machen. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten auch so eine Hürde ist, was es bei ja. mir vielleicht auch ist. Ne? Aber je einfacher es für mich zugänglicher ist und ich auch das Gefühl habe, dass das nicht so eine versteifte, sage ich mal, Gemeinde ist, wo man vielleicht dann sich auch nicht traut hinzugehen, sondern dass es ganz locker und offen ist. Ja. Das tut den Menschen auch gut und das wird sicher auch der Kirche gut tun. Und es gibt manchmal so Schwarz-Weiß-Maler, mhm. die sagen, nur das ist richtig und das ist schon nicht mehr katholisch oder nicht mehr richtig. Gell? Ja. Also und ich sage, es ist so eine, wie du schon sagst, es gibt Menschen, die brauchen die traditionelle Form. Ja. Das ist außer Frage. Die muss man auch pflegen. Wobei ich auch immer sage, mir hat mal einer das schöne Bild, der sagt, das Gerippe ist immer dasselbe. Ja. Aber es kommt drauf an, welches Fleisch ist da drumherum okay. modelliere. Ja. Und da muss ich, glaube ich, Kirche auch immer nicht dem Zeitgeist nachrennen, aber
gucken, was braucht der Mensch in diese. Also es gibt dieses schöne Evangelium der Blindenheilung und da kommt nicht Jesus und sagt, hier hast du 3x1 und dann wirst du gesund. Also er sagt was, sondern er sagt ihnen, was willst du, dass ich dir tun soll? Okay. Also er fragt, was sind deine Bedürfnisse? Und wir sind oft in der Gefahr zu sagen, wir sind Kirche, wir wissen alles und wir sagen euch jetzt, wie es geht. Die Frage ist, was brauchst du jetzt hier in deiner Lebenssituation? Und wir haben jetzt, kommt noch ein zweiter Mitarbeiter zur City Pastoral dazu. Die Berna ist mit einer halben Stelle in einer anderen Stelle. Genau. Aber es bleibt die 1,0. Ja. Aber es sind zwei Personen. Und das stelle ich mir auch noch mal bereichernd vor, dass die sich, also dass die Erfahrung in den anderen City-Pastoral-Stellen, wir waren ja die Ersten. Ich bin so der Pilotmann der City-Pastoral im Bistum Fulda. Das war spannend. Also der Bischof hat gesagt, wenn du kommst, Fusionierung der Innenstadt, aber auch Aufbau der City-Pastoral. Ja. Und das war ein ganz neues Feld. Ist ja auch eine ganz also neue und, Art der Arbeit auch wahrscheinlich. Und das war aber spannend. Und dann habe ich ja mit Björn Hirsch die ersten Linien so gezogen. Und dann kam die Berna und jetzt kommt der Paul Kowalski noch dazu. Schön. Und das stelle ich mir ganz spannend vor, dass wir da auch noch mal gute Dinge. Wie du sagst, also man muss auch die Menschen im Blick haben, die sagen, ich finde das jetzt nicht über den traditionellen Weg, dann ist das nicht schlechter, sondern die gehen halt diesen Weg. Und das ist so, also für mich war, früher war es ja in Kirche so, es gab so diesen einen Weg und wehe, du gehst einen Schritt links oder rechts. Ich vergleiche immer und sage, seit dem Zweiten Vatikanum haben wir die amerikanische Highway, da gibt es zwar moralische Grenzen, was geht und was nicht mehr geht, aber ich habe 10 Bahnen und da kann ich entscheiden, welche Bahn mit Rücksicht auf den, der links und rechts ist, aber ich kann meine Bahn suchen. Und alle haben das gleiche Ziel. Genau. Ja. Kann ich vollstens unterschreiben, würde ich mal sagen. Jetzt kennt ja jeder Pfarrer und jeder die Kirche, aber wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus? Gibt es da überhaupt einen Alltag, so eine Routine, die immer wiederkehrt oder ist es ganz unterschiedlich? Es gibt Routine-Dinge, aber es gibt auch, das finde ich auch immer das Spannende, es gibt halt jeden Tag auch neue Dinge. Mhm. Also in der Regel feiert man jeden Tag einen Gottesdienst. Hier in der Innenstadt ist das schon so, durch die 7 Kirchen, 4 ehemalige Pfarreikirchen, Stadt, Dom, Heilig Geist und St. Josef, Michaelskirche bin ich, Severikirche, Krankenhaus, Kapelle von Herz Jesu, das sind die Kirchen, die zur Innenstadt gehören. Da kommen jetzt noch Sturmius und Maria dazu. Einige. Im 1. Juni. Und da versucht man halt so, dass jeder mal die Möglichkeit hat, in seiner Kirche einen Gottesdienst zu haben. Ja. Und das ist Routine, das gehört dazu. Aber dann gibt es halt viele, gibt auch viele Sitzungen. Ich bin ja nicht nur Pfarrer der Gemeinde, ich bin auch Dechant des Dekanates. Mhm. Also der Dechant ist der verlängerte Arm des Bischofs, der die Pfarreien koordiniert, die in einem Dekanat zusammengefasst sind. Und ich habe die City-Pastoral, für die ich verantwortlich bin. Und es ist die Altenheimseelsorge. Das ist auch nochmal eine eigene Stelle mit einer Mitarbeiterin. Wir haben ja 8 Altenheime und Seniorenzentren in der Innenstadt. Und da leben die urkatholische Bevölkerung von Fulda. Die ist jetzt im Altenheim. Ist auch viel Bedarf, sag ich. Und da ist viel Bedarf. Ja. Genau. Und dann gibt es halt auch verschiedene, was ein großer Bereich auch ist, dass ich in vielen, dass hier die Kommunikation zwischen Stadt und Kirche sehr ausgeprägt ist. Wir sind im City-Marketing vertreten. Es gibt den Runden Tisch der Religion. Es gibt verschiedene Sozial-, jetzt das Aktionsbündnis Tag gegen Rassismus. Also es gibt, was ein normaler Pfarrer auf dem Land nicht hat, gibt es halt hier in der Stadt. Auch nur unter der Vorgabe, dass hier wirklich, ich hatte als Dechant und stellvertretender Regionaldechant auch mit
anderen Städten zu tun, Gelnhausen, Hanau, da ist das ganz anders. Ja. Da muss man dann immer mal kratzen und sagen, hier, wir sind auch noch da. Und hier ist es wirklich so, dass die Stadt ist auf uns aktiv, zukommt und sagt, wir wollen, dass ihr da dabei seid. Wir sind beim Stadtfest dabei, nach der offenen Kirchen. Also es gibt dann ein großer Raum, und das versuche ich auch immer neben den Verwaltungs... Ich bin froh, dass ich eine Verwaltungsleiterin habe, die dann wirklich auch für Kindergärten sich kümmert, die auch Personal in Stellvertretung für mich Dienstvorgesetzte ist bei den Erzieherinnen und Sekretärinnen, damit ich auch für die seelsorglichen Dinge einfach Freiräume habe. Und dann nimmt zum Beispiel, es vergeht keine Woche, wo nicht Menschen Gespräche suchen. Ja. Eheprobleme mit den Kindern, psychische Situationen, dass sie einen Anknüpfungspunkt suchen, weil sie vereinsamt sind und solche Dinge. Und das ist mir auch wichtig, dass ich da Freiräume dafür habe. Und ich merke auch, die Akzeptanz von Kirche geht zwar gesellschaftlich zurück, aber die individuelle Bekleidung von Menschen, die nimmt sehr stark zu. Okay. Ja. Ich glaube, es ist auch mehr Bedarf einfach. Also es hat sich auch sehr viel verändert in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es auch vielen Menschen oder nicht unbedingt, dass das vielleicht doch schon auch mehr geworden ist, aber sage ich auch mal mit psychischer Belastung, aber die Leute auch mehr damit rausgehen, sage ich mal, oder das Teilen mit anderen. Ne? Das auf alle Fälle. Hat dein Tag denn auch 24 Stunden oder hat er mehr? Weil das hört sich schwer danach an. Ja, manchmal ist es so, dass es an eine Grenze kommt. Ich muss dann auch nochmal im Blick haben, ich habe auch noch einen Vater, der 87 ist, den ich im Blick haben muss, weil mein Bruder weiter weg wohnt und der in Bad Hersfeld ist und wo es halt auch immer mal Krankenhausaufenthalte und Dinge zu handeln gibt. Wie geht es im Alter da weiter? Da muss man auch gucken. Aber ich brauche auch so Phasen für mich. Also für mich sind die Morgenstunden da immer gut. Ich versuche im Sommer, ich habe lange Jahre von Montag bis Freitag immer meine 1000 Meter geschwommen. Oh, super. Und bin dann in Corona, als die Schwimmbäder geschlossen zu waren, aufs Fahrrad umgestiegen und bin im Sommer über fast jeden Morgen habe ich so eine 25 Kilometer Runde um Fulda, die ich dann meistens so um 5:45 starte, so eine gute Stunde. Die wird immer gelästert. Ja, ich habe ein E-Rad, aber ich tue schon die kleinste Übersetzung, damit ich auch, da brauchen wir auch ein bisschen. Auf alle Fälle. Ja, genau. Und im Winter, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen bronchial, wie jetzt auch wieder angegriffen. Und da kann ich nicht, wenn es so eisekalt ist oder im Winter ist es auch dunkel. Und dann habe ich einen Hometrainer. Oh ja. Und gehe aufs Fahrrad morgens. Es ist zwar ein bisschen stupide, aber da kann man auch dabei mal einen Fernseher anmachen oder ein Buch lesen. Ja. Das geht dann. Aber da versuche ich dann auch morgens da meine Zeit. Das brauche ich, da gehe ich ganz anders in den Tag. Ich bin auch so ein Morgensportmensch auf jeden Fall. Und ich finde, da ist man schon ganz befreit so und hat auch viel mehr Energie für den Tag dann. Und ich wandere und pilgere gerne. Also das mache ich auch. Versuche auch so immer mal eine Wanderung zu machen, wenn auch mal ein Samstag ist in der Winterhalbzeit, wenn keine Trauungen und sowas am Samstag sind, da ist kann man auch mal einen Tag mal sich gönnen ich habe auch eine Gruppe, mit der ich pilgern war, die sich Jakobsweg, verschiedene Wege. Ja, ich bin nach Dockum mit denen gelaufen, mit 15 Leuten und wir treffen uns einmal im Jahr zum Wandern, da einfach mal laufen. Schön. Wir wollen jetzt durch den Thüringer Wald nach Dietershausen, vom Schönstadtzentrum Friedrichsroda zum Schönstadtzentrum Dietershausen in der Rhön, weil ich ja den Pilgerweg Dietershausen und die Schönstadtbewegung hat ja ihren Ursprung in Fallen da am Rhein. Okay. Und da habe ich den Pilgerweg vor 10 Jahren von Dietershausen nach Fallen da entwickelt und auch gelaufen. Ja. Sehr gut. Wie weit ist das jetzt von Thüringen? Das sind 219 Kilometer. Kann man so in der Woche 6-7 Tagen ganz gut schaffen. Schön. Ja.
Gibt es denn auch so einen Lieblingsplatz? Wenn man jetzt viel wandert und Fahrrad fährt, dann ist man ja auch viel unterwegs. Ja. Oder in der Stadt oder in der Rhön, in der Region? Also ich bin natürlich gerne in der Rhön, mhm, weil, was man dann manchmal sagt, müsste man eigentlich viel mehr nutzen, weil es ja wirklich so ist, dass man auch mal, neulich haben wir wirklich im Büro mal gesagt, es ist jetzt ein bisschen Luft, wir fahren jetzt einfach an die Milseburg, an den Parkplatz, laufen hoch und gehen wieder heim. Ja. Und dann ist man so in 2,5 Stunden wieder da. Ja. Ne? Sowas müssten wir noch viel spontaner, herrlich, machen können. Und hier in der Stadt, also ich liebe schon den Frauenberg. Ja. Weil da gibt es ja diese Geschichte, man sagt ja, Bonifatius war ja oben am Frauenberg und hat von oben auf die Stadt geblickt, wie sein Kloster gebaut wurde. Mhm. Und da uze ich immer so und sage, und ich gucke hier über meine Pfarrei. Ist ja auch so, wenn ich oben am Frauenberg, kann ich auf die ganze Innenstadtpfarrei. Kann man alles, ja, sehen, jede Kirchturm und genau. Aber nein, es ist eigentlich so, auch so, wenn ich an meine Studienzeit denke, als Studenten sind wir oft, wenn wir nicht an der Langen Brücke war ein Sportplatz, mhm, Fußball gespielt haben, dann sind wir in der Mittagspause einmal um den Frauenberg gelaufen. Schön. Und das mache ich auch immer mal, wenn ich so in der Mittagszeit, wenn sich das erlaubt und es ist nicht Beerdigung oder irgendein Termin, laufe ich da eine Runde um 45 Minuten. Das Gefahr bei mir ist halt immer, dass ich hängen bleibe, weil treffe. 1000 Leute einen, aber es ist, hat ja auch was. Ja. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, auch ja, in der Stadt wahrscheinlich. Ja, genau. Da kommt das man wahrscheinlich so, nicht so gut voran. Ja. Ja. Abschließend, worauf freust du dich dieses Jahr besonders? Also ich habe mich sehr gefreut, dass zum Beispiel, ne, da haben wir ja auch Berührungen gehabt, die Kampagne der ja, Fasnacht, der Fuldaer Vorsitz, wieder so ging. Ja. Also man hat ja auch gemerkt, dass die Menschen das einfach gesucht haben. Und sehr, ich sag mal, deshalb unterstütze ich das auch, obwohl ich kein Urfassnachter mhm, bin, sondern das erst in Fulda so den Zugang gekriegt habe. Aber ich habe viele Menschen über die Vorsitz kennengelernt, so wie dich. Ja. lauter nette Leute. Das ist ganz schön, da lernt man so viele tolle Menschen kennen. Und es ist einfach eine Tradition. Ich glaube, wir sind ja auch in einer Zeit, die so immer mehr aufs Individuelle und mhm, der einzelne Mensch und es, du musst selber sehen, dass du dich entwickelst und dieser Aspekt, wir leben eigentlich in Gemeinschaft und aus Gemeinschaft, der wird zum Beispiel in Kirche ja, und der wird auch in der Vorsitz-Tradition getragen, in den Vereinen. Gemeinschaftsleistung. Und deshalb finde ich das einfach ganz, ganz wichtig. Da habe ich mich sehr gefreut, auch dass das wieder wird. Auch ein traumhafter Rosenmontag. Oh, ne? Herrlich. Sowas, das wird dir ja auch das immer... Das wird wahrscheinlich der schönste meines Lebens bleiben. Seines Lebens bleiben, genau. Ich freue mich jetzt auch auf die Landesgartenschau ja, in Fulda. Und da sind wir, die evangelische Kirche hat seinen Schwerpunkt mhm, auf dem Landesgartenschau-Gelände, wo ja, wir punktuell mit denen zusammenarbeiten. Und wir sind Kooperationspartner der Stadt, was in der Stadt läuft, weil die Stadt ja auch nochmal ein Interesse hat, dass auch Zugänge, wenn Menschen hierher kommen, auch nochmal in die Stadt kommen. Mhm. Und die haben uns angesprochen, ob wir die kirchlichen Gärten öffnen. Ach, schön. Und da werden wir verschiedene Angebote bis zum Oktober auch in den kirchlichen Gärten schön, machen. Und ein Höhepunkt, da bin ich ganz gespannt, es gibt eine Installation während der Landesgartenschau im Dom. Ah, okay. Die wird am 12. Mai eröffnet. Mhm. Und das stelle ich mir gut vor. Und dann wird der Domdechaneigarten auch so ein bisschen mit einer Kaffee- oder Eisape eingerichtet. Schön. Da stelle ich mir so, im Bischofsgarten wird was sein und bei den Nonnen im Mutterhaus, so diese Gärten. Ich mache mit dem Pater Quadian vom Frauenberg, machen wir eine Tiersegnung am Frauenberg. So. Wann ist die? Und weiß man das schon? Am 7. Oktober. Das okay, ist quasi der letzte Samstag, ja, wenn die Landesgartenschau zu Ende geht. Das ist schön. Um den Franziskustag machen wir so eine Tiersegnung. Da komme ich mit meinem Sepp vorbei. Genau. Ja. Das klingt also doch das ist schon schön, so ja, in diesem. Ich freue mich auf den Weltjugendtag. Es ist wieder mal nach Corona Weltjugendtag in Lissabon, wo ich mit 20 Jugendlichen aus der Pfarrei hinfliege. Und da kommt ja dann der Papst auch hin. Ja.
Das sind immer so ganz besondere Highlights. Da freue ich mich auch mal wieder drauf. Klingt nach einem fantastischen Jahr, würde ich sagen. Ja. kann nur gut werden. Ja, lieber Stadtpfarrer, lieber Stefan, vielen Dank für all deine Impulse. Gerne. Heute hier und auf WhatsApp, im Buch, online bei Osthessen-News und in der Kirche. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, danke. Es hat mich sehr gefreut. Hat mir Spaß mich gemacht auch. Mit dir. Mir also auch. Also jederzeit wieder neu. Das können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja. Ja, von uns war es das schon wieder für heute. Eine neue Folge von Stay Orange, die gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag. Und neue Impulse von unserem Stadtpfarrer am Mittwoch und am Samstag. Schaut einfach bei Osthessen News rein. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss.